Hallo, mein Name ist Antonia und ich bin UX-Researcherin bei Scopus Nova. Ich möchte euch heute Figma vorstellen. Figma ist ein Prototyping-Tool und ich werde euch so ein bisschen erzählen, wie wir das Tool in unserem gesamten Designprozess verwenden. Und für uns ist das nämlich viel mehr als nur ein Prototyping-Tool. Bevor ich euch allerdings etwas zu Figma erzähle, möchte ich euch noch auf einen Exkurs zum Thema Design Thinking Process mitnehmen. Der Design Thinking Process ist eine nutzerzentrierte Herangehensweise, wie man normalerweise digitale Produkte entwickelt. Dieser Designprozess besteht aus 6 Schritten. Der erste Schritt ist Empathize, dann gehen wir in Define, Ideate, Prototype über und beenden den Prozess mit Test und Implement. Zusammengefasst heißt das, wir sprechen erstmal mit unseren Nutzenden und versuchen herauszufinden, was sind denn ihre Probleme, die man möglicherweise mit dem Produkt, das wir entwickeln möchten, lösen kann. Im nächsten Schritt setzen wir uns intern zusammen mit unseren Kunden und definieren, was eigentlich in unserem Scope ist und setzen uns dann in einer Brainstorming-Session zusammen und versuchen, mögliche Ideen zu entwickeln und diese dann auch wirklich in Prototypen umzuwandeln. Im nächsten Schritt gehen wir mit den Prototypen zu unseren Nutzenden und fragen wieder nach ihrer Meinung, denn das ist so ein bisschen die Quintessenz von diesem ganzen Designprozess, denn wir möchten versuchen, Produkte zu entwickeln, die wichtig für die Nutzenden sind. Wenn diese Schritte abgeschlossen sind, kann dann die Implementierung folgen. Fangen wir mit den ersten beiden Schritten aus dem Designprozess an. Diese beiden Schritte werden oft unter dem Sammelbegriff Verstehen zusammengefasst. Das heißt, wir möchten einerseits verstehen, was Nutzende benötigen, wir möchten aber auch verstehen, was Kunden in ihrem Projekt definiert haben. Und dazu nutzen wir oft Kickoff-Sessions oder auch Brainstorming-Sessions. Und um diese gut anleiten zu können, nutzen wir eine Funktion in Figma, die sich FigJam nennt. FigJam ist ähnlich wie das Tool, das mein Kollege Vitali schon vorgestellt hat, nämlich Miro, ein Online-Whiteboard. Und ihr denkt euch jetzt, warum nutzt ihr dann nicht einfach Miro dafür? Im Vergleich zu Miro bietet FigJam und natürlich auch Figma im Allgemeinen uns die Möglichkeit, ein Projekt von A bis Z zu begleiten. Das heißt, wir können diese Brainstorming-Sessions machen, den Prototypen erstellen und dann auch möglicherweise eine Analyse hinzufügen. Miro im Gegensatz dazu ist tatsächlich nur ein Tool, in dem wir zusammenarbeiten können, ein Kollaborationstool für uns, entweder für uns selber, für uns innerhalb des Teams oder auch mit Kunden zusammen. Es fehlt aber der Prototyping-Aspekt dabei. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu FigJam, bedeutet das für uns, wir können unsere Brainstorming-Sessions direkt in Figma durchführen und diese dann in den nächsten Schritt des Prozesses rüberziehen. FigJam ermöglicht uns also, den gesamten Prozess zu dokumentieren in einer Form, in der alle Beteiligten gleichzeitig Zugang zu diesem Dokument haben. Zusätzlich dazu bietet Figma eine Vielzahl an Vorlagen, seien das Brainstorming-Sessions, Moodboards oder auch Icebreaker. Die nächsten beiden Schritte, Ideate und Prototype, können wir dann ebenfalls in Figma durchführen. Und hierzu springen wir in die Funktion von Figma, die das Tool so ein bisschen bekannt gemacht hat, nämlich die UI-UX-Anwendung, die es bietet. Hierzu stellen wir uns vor, wir haben einen Kickoff durchgeführt in FigJam, haben auch schon mit unseren Nutzenden gesprochen und haben ein paar Interviews und Notizen gesammelt und die wurden dann schon zu Ideen generiert. Diese Ideen nehmen wir uns einfach aus dem FigJam-File und werfen sie in unseren Figma-Design-File. Das heißt, diese kleinen Sketches, die wir möglicherweise schon in unseren Brainstorming-Sessions genutzt haben, können wir direkt im nächsten Schritt einfach weiterverwenden und konkrete Prototypen erstellen. Dadurch, dass FigJam und der Design-File von Figma aus einem Haus kommen, ist der Wechsel zwischen diesen zwei verschiedenen Funktionen super einfach. Und das wird uns auch im weiteren Verlauf des Prozesses weiterhelfen. Wenn wir von Prototypen sprechen, sprechen wir auch von verschiedenen Reifegraden des Prototypen. Das heißt, es kann ein einseitiger Mockup sein, der quasi nur eine Webseite darstellt, um zum Beispiel die Akzeptanz zu testen. Es kann aber auch schon ein interaktiver Prototyp sein, der mehrere Seiten abläuft und wir können tatsächliche Aufgaben mit den Nutzenden durchführen in unseren Tests.
wenn man von dem Reifegrad von Design spricht, dann spricht man oft auch von Low Fidelity, Mid Fidelity und High Fidelity. Während ein Low Fidelity Prototyp eher dem Grundgerüst des digitalen Produktes entspricht, sieht der High Fidelity Prototyp schon sehr dem möglichen Endprodukt ähnlich. Je nach Art des Prototypen, also des Reifegrades, führen wir unterschiedliche User-Tests durch. Diese User-Tests können schon klassische Usability-Tests sein, in denen wir Nutzenden Aufgaben stellen, die sie für uns in den Prototypen durchführen müssen. Oder es können auch generelle Interviews sein, in denen wir einfach die Akzeptanz testen oder überprüfen. Diese User-Tests an der Stelle bieten schon eine gute Basis, um erkennen zu können, ob die Entwicklung des Produktes in die richtige Richtung geht. Wenn wir in unseren Tests herausgefunden haben, dass die Nutzenden mit dem digitalen Produkt etwas anfangen können und es ihnen einen Mehrwert bietet, können wir direkt in Figma weiterarbeiten und den Prototypen überarbeiten. Alternativ können wir auch wieder in FigJam zurückspringen und dort die Analyse durchführen und quasi die Dokumentation, die wir eh schon von Anfang an haben, weiterführen. Des Weiteren können wir die gesamte Dokumentation auch unseren Kundinnen zur Verfügung stellen. Das heißt, Designer und Entwickler können direkt dort ansetzen, wo wir aufgehört haben. Lass mich die Vorteile von Figma nochmal zusammenfassen. Figma bietet ganzheitliche Dokumentation über den gesamten Designprozess. Es bietet eine große Bibliothek an Vorlagen, die wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen nutzen können. Und natürlich bietet es in erster Linie auch intuitives Prototyping. Den größten Vorteil von Figma habe ich euch bis jetzt sogar noch vorenthalten. Figma ist nämlich ein browserbasiertes Tool, das heißt, ihr könnt von überall auf dieses Dokument zugreifen. Und nicht nur ihr, sondern natürlich all eure Stakeholder, die in diesem Projekt beteiligt sind. Das macht einfach Feedback einholen so viel schneller und effizienter und wir können viel schneller in unserem gesamten Designprozess arbeiten. Figma selbst bietet einige Einführungsvideos und Blogbeiträge zu dem Tool und den Funktionen an. Und meine drei hilfreichsten Quellen für den Einstieg in Figma findet ihr unten. Ansonsten teilt auch gerne auch eure Ressourcen, die ihr im Zusammenhang mit Figma nutzt. Und falls ihr noch interessiert daran seid, welche Tools wir sonst noch in unserem Alltag verwenden, dann schaut doch gerne in die Videos von Michelle und Vitali. Die beiden sprechen über Optimal Workshop und Miro. Und ansonsten ladet euch natürlich die Trendmap herunter. Ciao!